Am Samstag, den 18. Mai, wurde am Nürnberger Westbad das erste Mural Art Weekend der Stadt veranstaltet. 16 internationale Künstler reisten an, um dort eine 250 Quadratmeter große Wandfläche mit Graffitis zu besprühen. Also ich bin Pablo Fontanier, als Künstlername habe ich Ombre und ich habe hier heute mit das Mural Art Weekend organisiert. Also Mural Art Weekend, ein Mural ist im Grunde eine gemeinschaftliche große Wandgestaltung. Also ein Graffiti kann im Grunde auch ein kleines Stück sein. Ein Mural ist quasi eine komplette Wandgestaltung. Wir haben aus Bulgarien haben wir Leute, aus Italien, aus Spanien einige am Start, Deutschland, Schweiz. Also es ist wirklich ein großes Familientreffen hier mit Leuten, die wir alle gern haben und dankbar sind, dass sie hier sind heute. My name is Isaac. My tag is Malakai. I came from Spain, the north. So I usually draw directly with no sketch because I feel I think when you paint in the street, paint in the street is to feel free. Die Künstler wollten mit dieser Aktion ein Statement setzen, dass es zu wenig legale Graffiti-Flächen gibt und nahmen ausnahmslos ohne Gage an der Aktion teil. Es gibt hier oben die Straße an der Daisy-Wände, wo legal gemalt werden darf, und zwar regelmäßig, und an der Rottenburger. Das sind aber die zwei Wände hier in Nürnberg, wo mir bekannt sind, wo man legal malen darf. Und von der Fläche her sind die nicht wirklich groß. Und für eine Einwohnerzahl von 500.000 ist das eigentlich ein bisschen wenig so. Da könnte mehr gehen, definitiv. This is my job. Since for 5 or 6 years, okay. I live only painting. But sometimes you paint for free, only for fun. But of course, if someone came to you and ask you, maybe can you paint my daughter's face, but with a little pony here? You have to pay. It's a work. Yeah. I don't like ponies. Dem Nachwuchs muss einfach eine Option geboten werden. So. Also wenn der Nachwuchs anfängt mit Malen, muss ich entscheiden dürfen, legal oder illegal. Heute haben sie einfach legal keinen Platz und werden dementsprechend fast dazu gezwungen. Wenn sie Graffiti machen wollen, müssen sie es illegal malen, mehr oder weniger. Und ich denke, eben mehr Freiflächen in Nürnberg würden auf jeden Fall den Nachwuchs zu mehr legalem Malen heranziehen.